Heute ist was angekommen. Und zwar Pakete. Ihr habt richtig gehört. Pakete. Deshalb, ich zeige sie euch mal. Hier sind meine drei Pakete. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ich würde doch sagen, wir öffnen das erste Paket. Ich werde es jetzt erstmal so halten, weil es steht ja auch mein Name drauf. Deshalb öffnen wir es hier einmal und wir öffnen es hier einmal. Das heißt, jetzt haben wir unser Päckchen geöffnet und wir haben dieses. Das heißt, den einen oder anderen fällt das schon auf. Alleine jetzt müsste es schon auffallen mit dieser Tasche hier. Dazu kommt noch so ein Kunststoffteil mit, was in die Tasche gesetzt wird. Warum und weswegen erzähle ich euch gleich nochmal. So, und dann haben wir hier, lass mal hier reinlegen, dazu die ABE, also für den TÜV, zum Eintragen und ja, was hier dran verändert wurde. Es ist für den Vergaser ein Stopper drin. Das ist, wo habe ich ihn denn? Das ist hier dieses kleine Teil, was hier drin ist. Das ist der Gasanschlag. Das kommt in die Variomatik. Und die Schrauben sind hauptsächlich jetzt für, ja, für das Täschchen, könnte man sagen. Das ist auf jeden Fall für die Eintragung für den TÜV-Beamten. Das bekommt er natürlich mit. Dann dieses Kunststoffteil wird in diese Tasche eingesetzt. Das soll verhindern, dass sich jemand hinten auf den Sozius mitsetzt. Ja, denken die Leute zumindest. Oder denkt der TÜV. Gut, das war das. Dann haben wir diese Teile. Die, oder das habe ich ja auch schon angekündigt in einem Video, das werden wir jetzt demnächst verbauen. Das können wir zur Seite nehmen und nehmen mal das nächste Paket. Ich öffne das mal von unten, weil ich habe meinen Namen da noch drauf und ja, das meine Adresse zumindest. Jetzt öffne ich das hier, nehme hier mal mein Papier hier raus, lege es auf diesen Karton hier drauf und das ist das Teil, was wir brauchen. Ansonsten, ja, da die Rechnung noch mit drin und ich würde sagen, wir gucken mal, wie wird das geöffnet. Hier an der Seite, wir öffnen das hier an der Seite mal und irgendwie wohl auch nicht. Also hier wird schon mal geöffnet, das ist schon mal korrekt. Und hier, wie es aussieht. Jetzt sollte ich das Päckchen hier öffnen lassen. Und was sehen wir? Das hat man ja vorher schon gesehen, von wo das ist. Und jetzt können wir für unseren Neos den Anlasser verbauen. Das heißt, hier ist der alte und hier ist der neue. Also, das ist doch super. Das heißt, einbauen. Letzte Päckchen öffnen wir zuletzt. Und da sage ich dann natürlich nochmal was zu. Gut, ich würde sagen, aber jetzt Gas. Aber eins habe ich noch. Ihr seht hier einen Schrank und eine Wand. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Lieblingshändler, wo ich am liebsten wirklich auch bestelle. Das ist an der Stelle vielleicht auch etwas Werbung und ich werde ihn hier mal
verewigen. Das heißt, ausrichten und festmachen. Mein Lieblingshändler verewigt. Das passt dazu. Okay, super, weiter geht's. Jeder Anfang ist schwer, aber ich habe das Rad ja nur provisorisch drauf gebaut. Ich habe hier eine 22er Nuss und nehme einfach wieder die Schraube hier runter und schon ist das Problem gelöst. Die Scheibe kommt wieder alleine hinterher. Das heißt, das Rad ist ab und wir können weitermachen. Aber den Schmutz, den möchte ich hier gerne noch ringsherum weghaben. Das heißt, wenn ihr jetzt mal genau schaut, ich ziehe das mal ein bisschen ran, dann sieht man den Schmutz. Der muss natürlich vorher erst weg. Jetzt ist es erstmal so, wir schneiden hier erstmal die Tüte auf und nehmen unseren Anlasser mal raus. Drehen einmal dran. Jawohl, der ist richtig frisch und ja, munter sogar. Also auf jeden Fall werden wir ihn jetzt einsetzen. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal gucken, wo wird die Masse dran gesetzt, so dass er auch seine Masse bekommt. Davor mache ich natürlich noch eins und zwar, ich werde hier etwas Fett drauf bringen und das Ganze ja mit dem Finger gleich ein bisschen verteilen, dass er leichter reingeht, weil hier ist ja noch ein O-Ring drauf und da ziehe ich jetzt einfach mal hier etwas Fett drüber, dass dieser O-Ring von ganz alleine da reinrutscht dann und dann sind wir auch auf der sicheren Seite. So sieht das dann einigermaßen aus und jetzt verbauen wir ihn. Das heißt, ich versuche ihn jetzt hier mal anzusetzen, um zu gucken, ob denn das auch so funktioniert, wie ich mir es erhoffe. Aber ich glaube, das sah schon sehr gut aus. Ich richte ihn auch gleich aus und dass ich auch meine Schrauben wieder sauber reinbekomme. Das sollte eigentlich so heißen. Das heißt, ich setze hier die erste Schraube mal an und jawohl, hier fängt sie schon an zu ziehen. Das sieht schon mal soweit gut aus. Ja, auf jeden Fall, die sitzt schon mal. Jetzt heißt es, die obere mit der Masse zusammen ansetzen und das mache ich gleich mal von außen. Das geht dann nämlich noch einfacher für mich. Aber wir setzen es hier schon mal an auf jeden Fall. Und drehen kann ich jetzt von außen dann. Dann ist das auch für mich einfacher. Ich habe mir eine Verlängerung gebastelt. Das ist ja wohl nicht schlecht. Das hier sind meine universellen Verlängerungen, die beiden hier. Und umso leichter komme ich da jetzt ran. Meine super Verlängerung habe ich hier. Und jetzt heißt es drehen, 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 dass die Schraube reingeht und ich mal gucken kann, einmal wieder raus, wie das jetzt sich hier mit meinem Erdungskabel verhält. Da kann ich gleich mal gucken, wie ich das am besten hindrehe. So, dass es dann auch vernünftig fest ist. Oben habe ich es schon mal leicht gegengezogen. Unten kommt man natürlich schlecht ran. Das heißt, ich nehme hier einen ganz normalen Imbusschlüssel und drehe meine Schraube jetzt rein. Und wenn ich soweit bin, dann hole ich euch wieder dazu. Jetzt kann man schön sehen, wir stehen vor den letzten Umdrehungen. Das heißt, noch etwas, dann ist hier unten auch alles fest, wie es sein soll. Noch einmal, dann dürfte das Ganze schon ausreichen. Ja, unten ist er fest. Jetzt muss ich oben allerdings mein Kabel hier etwas
abseits halten, dass ich hier auch mein Kabel sauber habe. Das heißt, ich setze jetzt nochmal die Ratsche an, drücke hier mein Kabel etwas zur Seite und ziehe jetzt mein Anlasser samt Kabel fest. Das heißt, wir können hier das wieder rausnehmen. Und jetzt heißt es natürlich noch den Stecker verbinden. Und dann sollte das Ganze normal funktionieren. Ich setze jetzt noch den Stecker drauf und dann haben wir es auch. Bevor wir jetzt die Batterie einbauen, möchte ich doch erstmal wissen, was hat sie an Dampf? Ist sie in Ordnung? Weil die ist ja jetzt aus dem Explorer, weil ich diese Batterie eigentlich besser für den Yamaha-Roller finde. Wir schließen jetzt mal an und hier steht, Batterie selbst ist okay und soll wohl auch voll sein. Ich halte euch das mal ein bisschen näher. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann bauen wir sie jetzt mal ein, dass wir vielleicht den Anlasser mal durchdrehen können. Ich habe bewusst erstmal die Zündkerze rausgenommen, wenn wir ihn durchstarten oder durchlaufen lassen, dass er nicht gleich anspringt, weil es ist ja auch gar kein Auspuff verbaut. Das heißt, wir setzen die Batterie jetzt hier mal ein, in der Hoffnung, dass alles gut geht und auch alles passt. Also Platz hat sie hier auf jeden Fall. Ich kann sie nachher mit diesem Schaumgummi, mit das so festes Schaumgummi, dann noch ein bisschen stabilisieren. Das würde jetzt heißen, ich gehe mit meinem Kabel erstmal hier lang, schließe erstmal Minus an und danach, nein, umgedreht. Ich schließe erstmal Plus an und danach dann Minus. Meine Schraube habe ich raus, setze gleich meinen Schraubendreher an und ziehe sie erstmal gegen. Einmal gegengezogen. Jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen ausrichten. Das heißt, ich drehe es hier ein bisschen rüber. Der erste Pol ist fest. Das ist gut so. Jetzt können wir auch mit dem zweiten Pol, das ist hier immer eine ganz schöne knappe Sache. Ich nehme jetzt hier mal die Schraube raus und setze meinen Minuspol hier an. Verschraube ihn erstmal. Ja, jetzt zieht es und ist auch fest. Also Masse und Plus ist gegeben. Was schade ist, dass hier keine Kappen mehr drüber sind, weil dann wäre das Ganze noch sogar ein bisschen sicherer. Gut, aber da kommt ja nichts dran. Ich packe auf jeden Fall nachher dann noch dieses Schaumstoff oben drauf. Und an die Seite kommt hier aber auch noch eins. Das heißt, ich ziehe das mal hier rüber und drücke meinen Schaumstoff hier mit rein. So kann die Batterie nicht hin und her springen und bleibt wirklich ja starr drinne. Und wie man sieht, das ist Menge ausreichend. Das kommt dann später hier oben drüber, dann kann auch nichts anfangen zu springen und wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt geht es ja erstmal nur darum, starten. Das ist jetzt für mich wie für euch ja das erste Mal. Ich habe die Batterie eingebaut, der Anlasser sitzt, da wart ihr dabei und ich habe noch keinen Test vorher gemacht. Das heißt jetzt, ich mache die Zündung mal an. Strom ist da, das sehe ich hier an meiner Armatur. Ich ziehe jetzt einmal die Bremse, die natürlich noch keine Wirkung hat, aber
Auf jeden Fall habe ich den Kontakt für meinen Starter. Und wir drücken mal. Ha. Das läuft. Das heißt, es funktioniert. Was machen wir? Schnellstmöglich zusammenbauen. Wir setzen jetzt hier das Rad mal an, um dass wir das Ganze wieder zusammenbauen können. Das heißt, die Unterlegscheibe wieder drauf, die Mutter hinterher. Und das Ganze jetzt natürlich dann gleich wieder richtig festziehen. Das heißt, Bremse sperren und festziehen. Die Bremse ist leicht gegengezogen. Jetzt heißt es, kann ich auch das Rad ranziehen. Ihr seht, ein bisschen dreht es noch, aber es hat sein Drehmoment, also ist das ausreichend. Da wir ja alles spannend halten, würde ich doch sagen, wir starten den Motor dann zusammen. Und zwar passiert das in dem nächsten Video. Also, das Paket kam von Taddel. Und zwar von Carsten und Tatjana. Jetzt habe ich den Mann natürlich zuerst genannt. Macht man anstandshalber eigentlich nicht. Das heißt, das ist für den Rex, das sind diese Gabelholme. Das habe ich schon mal in einem Video erwähnt. Und ein ganz großes Dankeschön, dass ihr sie mir zukommen lassen habt. Das heißt, es sind auch Abonnenten. Und wie kann es schöner sein, sowas in der Hand zu halten, wo man wieder ein Stück weiterkommt mit. Wie gesagt, ein ganz großes Dankeschön. Das sind gut gebrauchte Dämpfer. Und deshalb würde ich sagen, lasst die so, oder wir packen sie mal aus und schauen sie uns einfach mal an. Also, gut verpackt ist es. Hier steht sogar für Peter. Also, schön, freue ich mich. Ich schneide hier mal die Seiten auf, weil das ist ein guter Karton, der lässt sich anscheinend sehr gut öffnen. Einmal abgerutscht, weiter geht's. Hinten, ja, hinten müssten wir wohl auch schneiden, denke ich mal. Und dann sollte es vielleicht so sein, dass wir das Ganze schon recht gut öffnen können. Also hier fehlt nicht mehr viel. Jetzt haben wir es, das können wir zur Seite nehmen und schauen uns doch mal an. Also ich muss euch loben, ihr habt das sehr gut verpackt, mein lieber Mann. Das sind diese Teile, wo es drauf ankommt, was ich gut für den Rex nutzen kann. Das heißt, Panzertape ab. Und oh, ich glaube, ich habe gleich wieder einen Putzlappen mehr. Okay, das ist immer gut. Kann ich auf jeden Fall immer gebrauchen. Jetzt schneide ich hier mal mit dem Cuttermesser lang. Und wir öffnen das hier mal. Ja, so langsam wird's. So, weil das möchte ich natürlich auch nochmal sagen, dass ich mich wirklich darüber gefreut habe und es kann doch nicht schöner sein, wenn man auch mal so ein Entgegenkommen hat. Jetzt heißt es, Karton mal zur Seite, der ist optimal, der ist gut gebaut, der Karton, muss ich wirklich sagen. Und das wären die Dämpfer oder die Federbeine vielmehr. So, wir testen mal. Ja, sie sind noch schön stramm. Also, wie es versprochen war, sehen sie optisch noch sehr gut aus und ich freue mich schon aufs Einbauen. Das muss ich wirklich so sagen. Das wird jetzt auch demnächst dann losgehen und super, da freue ich mich. Ein großes Dankeschön nochmal. Ich bin froh, der
Neos dreht. Und das heißt, in dem nächsten Video werden wir ihn auch starten. Das heißt, vielleicht mit etwas Glück, wir schauen mal. Dann möchte ich mich noch recht herzlich bei Tatjana und Carsten bedanken, also sprich Tadde. Und wenn ich mich auch wiederhole, auch beim Bedanken, das ist mein vollstes Ernst und ich freue mich wirklich riesig darüber. Auf jeden Fall euch einen schönen Dank. Jetzt ist es so, für heute sind wir soweit durch. Und ich bin glücklich, dass der Neos immer weiter zusammenwächst und immer besser wird. Das ist doch mal eine Sache, wo ich sage, da kann man sich drüber freuen. Für heute sind wir auf jeden Fall durch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Bis dann. Tschüss.